10 Stück. Dame nach F1. So, Mattgefängnis ist komplett. Drei Figuren hat Weiß. Turm kann ich eingreifen, Springer kann ich eingreifen, die Dame kann ich eingreifen. Okay. Turm H3. Grundlinienmatt oder Tunnelmatt oder wie auch immer man das bezeichnen will. H-Linie. Okay. Gefängnis ist zu. Hat kein, zwei Figuren hat er, keiner kann eingreifen. Wäre natürlich ein Fehlschluss. Turm G1 nach G2, weil da kann einer eingreifen, und zwar der Läufer. Man immer sowas immer abchecken. Das geht nicht. Der Läufer nicht da, wäre es matt, aber so nicht. Aber der König ist komplett eingesperrt. Der Springer gibt das matt, und zwar auf Springer E2. So, das Gefängnis ist komplett. Die H-Linie ist zu, der König kann nicht raus, er ist im Schach. Und auf E2 kann keiner den Springer schlagen. Der Läufer nicht, der Springer nicht. Eine Turm nicht und der andere Turm auch nicht. So, Dame nach H8. Komplett, der Springer ist auch geschützt vom Bauern, den kann er nicht schlagen, der kann auch nicht raus. Grundlinienmatt. Da haben wir noch H8. Noch keiner dazwischen. Springer steht verkehrt. Da haben wir noch E8. Jetzt das Thema Grundlinie matt zu sein. Mensch, ich glaube, ich ja irgendwie anscheinend in so Themen rein. Er kann keiner eingreifen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Figuren. Ja, keiner kann eingreifen. Dame E8 ist matt. Aber die Figur kann sowieso nichts machen. Der Läufer kann nichts. Der Läufer kann nichts machen. Dame kann nichts machen. Der Turm wird blockiert vom eigenen Läufer und der Springer kann auch nichts machen. So, Dame nach F8. Dame ist geschützt vom Turm. So, die anderen 1, 2, 3, 4, 5 Figuren können nichts machen. So, Dame nach F2. Die Dame kommt da nicht hin. Die weiße Dame. Nein. Dame nach F6. Auf die 8. kann er nicht. Da ist der Turm. Die anderen drei Figuren können die Dame da nicht schlagen. Dame nach F6. Bauer F2 nach F1, Umwandlung in Dame. Könnte auch einen Turm nehmen, aber das wäre ja Quatsch. Turm würde dann nicht das Matt geben. Da gibt nur die Dame Matt. Läufer wird auch nicht Matt geben, weil jetzt im Läufer umwandle, dann könnte er über F3.
3 entkommt. Das wäre dann Quatsch. Also, F2 nach F1, Dame, was dann Doppelschach ist und der König kann nicht weg und matt.